Balkon klettert er auf den Zaun. Und da komme ich so ein Romeo ab. Hoffentlich niemals, Jasmin. Das bringt nur Ärger. Er wollte mir etwas zeigen, aber... Aber ich habe ihm nicht richtig, überhaupt nichts... Es tut mir leid, Luna, aber wenn du ihm nicht zugehört hättest, dann wäre diese ganze Geschichte so nie passiert, nicht wahr? Was? Wieso hältst du nicht deine Klappe, Jasmin? Es geht mir nicht um irgendwelche Geschichten. Das einzig Wichtige ist, dass Matteo gesund wird. Luna, er wird schon wieder, ganz bestimmt. Es ist, ich weiß nicht, wieso hast du nicht auf ihn gehört, Luna? Warum nicht? Luna, es ist ganz verständlich, dass du ihm nicht vertraut hast, nachdem wie er sich früher verhalten hat. Schon, aber das ist ja längst Vergangenheit. Er hat bewiesen, dass er sich geändert hat. Trotzdem habe ich ihm misstraut und nicht Emilia. Das hat er bestimmt nicht verdient. Naja, das Foto auf dem Open war schon ein Hammer. Ich habe ihm dann auch misstraut, da warst du nicht die Einzige. Ja, aber er wollte einige Male mit mir reden, mir die ganze Sache erklären. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn zurückgewiesen und nicht zugehört. Jasmin, was guckst du da? Mädels, ich lese gerade die Resonanz unseres Auftritts in den sozialen Netzwerken. Es ist unglaublich. Ich bekomme ständig Kommentare. Es ist eine Folge. Ich fasse es immer noch nicht, wie das alles zustande gekommen ist. Ich auch nicht. Das war magisch. Ja. Hier in einem Kommentar steht, mir gefällt, wie gefilmt wurde. Der ist für dich, Nina. Wir sollten zurück auf die Bahn, oder? Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann jetzt noch nicht. Luna, keine Panik. Wir werden genug Zeit haben, okay? Mhm. Du darfst dich nicht schlecht fühlen. Wenn hier jemand Schuld an allem hat, dann nicht du, sondern Emilia, okay? Mhm. Genau. Ja, sie hat uns alle getäuscht. Okay. Pedro, es fehlen noch 3 Orangensäfte, die ich bei Nico bestellt habe. Mach die bitte schnell. Klar, aber... Jungs, hallo Leute. Entschuldigt die Störung, aber können wir reden? Habt ihr eine Minute oder ist was passiert? Ja, ich hab mich euch gegenüber echt mies verhalten. Was? Gestern, auf dem Event der Red Sharks, da musste ich euch rauswerfen und deshalb habe ich mich schlecht gefühlt. Erik, jetzt mach dir nicht ins Hemd. Du hast uns viel mehr geholfen, als du ahnst. Ja, ohne es zu wollen, war es das Richtige. Wie jetzt dann? Seid ihr mir gar nicht böse, oder? Ach, überhaupt nicht. Ich bitte dich. Wir wissen doch, dass du Garys Befehle ausführen musst. Also mach dir keine Sorgen. Ich wollte euch nur sagen, dass von meiner Seite alles cool ist. Hör ich klar, alles cool. Erik, hilf uns bitte bei den Spenden. Die müssen noch geputzt werden. Die klar, gerne. Dreckig. Ja, die Säfte. Hört mal, rufen wir jetzt den Produzenten der Akustikshow an? Richtig, das machen wir. Ja, gut. Sag ihm die Wahrheit, dass er sich verletzt hat. Ja? Hallo? Ja, ich leite Sie weiter. Ja. Simon, Simon, nimm. Los, 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 er ist schon dran. Hallo? Wie geht's? Guten Tag. Ich rufe im Namen von Matteo Balsano an. Hören Sie bitte. Okay, Matteo hatte unglücklicherweise einen Unfall. Nein, es geht ihm gut, alles bestens, aber ich weiß nicht, wir wollten uns erkundigen, ob es vielleicht möglich wäre, das Event ein klein wenig nach hinten zu verschieben. Nein, 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 ich finde, das sollten Sie lieber nicht tun, weil Matteo ein super talentierter Junge ist, deshalb haben Sie ihn doch gewollt, stimmt? Und er wird sich bestimmt bald erholen, aber gerade ist es eben kompliziert. Okay. Und? Was sagt er? Nein. Echt? Es geht nicht. Nein, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Sie wollen sich einen anderen Sänger suchen. Das war's. Nein, nein, nein. Das dürfen Sie nicht tun. Ist mir auch klar, dass man das nicht machen darf. Aber der Produzent sagt, dass man das Event nicht verschieben kann. Moment, das heißt, Sie warten nicht auf ihn? Bravo. Nein, das können Sie nicht. Und Matteo hatte sich so darauf gefreut. Ja, ich weiß. Wie sollen wir ihm das nur klar machen? Er ist in einem heiklen Zustand, versteht ihr? Gut, aber er muss das erfahren. Nein, wir können ihm nicht die Wahrheit sagen, Pedro. Noch nicht. Denn sein Arzt hat gesagt, dass er sich unbedingt ausruhen muss. Er darf keine schlechten Nachrichten erhalten, weil ihm das womöglich schaden kann. Verstehst du?